alle da. Ich weiß ja nicht, was das Problem ist. Dankeschön, den Teig überhaupt nicht hingeguckt. XD. X-Day. Nicht der Z-Day, sondern der X-Day. Hallo Leute. Wisst ihr, hat er gleich erstmal innen geschickt. Zerlegt hat dann. Was ist mit dir? Sehr schön. Z ist ja auch verboten. Da hast du recht. Da hast du recht. Aha. Das waren jetzt Geister, die ja auch bleiben. Klar. Sehr schön. Nicht weiter drauf ein, Sword. Wir gehen nicht weiter drauf ein. Wir wissen alle warum. Also warum mit dem Z, aber wir gehen nicht weiter drauf ein. Okay. Ach, das ist jetzt the other side, yes. Hier. Man muss einfach überall stehen bleiben und gucken, weil immer in so Nischen gibt es immer, sag mal, traumhafte Bilder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann ja von der Spiel Art und Weise und Spielcharakter halt mal dran will, aber für mich eins der schönsten animiertesten Spiele, die ich gespielt habe. Abgesehen von meinem Versagen, war, womit wir zu dem Spruch kommen, wie nochmal von gestern war, die Waffe kann so toll sein, wie sie ist, aber sie ist nur so toll, wie man sie führt. Oder wie man sie halt spielt. Wir haben vorhin schon drüber. So, und hier nochmal hin. Ach, jetzt ist hier der Weg. Dieses. What? Mehr gibt's hier nicht. Nochmal auf. Gibt's nur Diamanten? Okay. Gut. Geisterpost. Hier drüben im Dörfchen. Wir müssen darüber. Trink doch mal was, Udi, verdammt nochmal. Dankeschön. Das wär richtig geiles Wort. Also, mit hier, also diese Art und Weise von Grafik im VR, in animierter Grafik,
Sehr, sehr cool. Mit Werwart. Überleg mal, du spielst dieses Spiel in First Person. Ja, du spielst Kena im VR selber. Und dann stehst du jedes Mal so da und dann die ganzen Rotz da um dich. Richtig nice wäre, wenn Sword seine Leertaste unter Kontrolle bekommt. Ich weiß ja nicht, ob der Kappa da wirklich so gewollt ist in dem Satz. Ich will mal da. Wo ist denn das? Ach, da drüben. Ja, vielleicht kriegt jetzt Sword irgendwann mal hin. Guck mal, da oben ist die Geisterpost. Seht ihr das? Da ist der Ring. Da drüben. Da müssen wir hin. Da. Wie können wir dort drin? Müssen wir mal gucken, wie wir da. Aha, wir müssen. Da drüben ist die Brücke. Wo ist denn die Brücke? Wo ist die Bridge? Hier oder was? Kommst du hier an die Hut? Die müssen wir komplett rumlatschen? Nee. Aha. Was da? Jupp. Aber gehen. So. Wie laufe ich denn jetzt? Hä, warum will ich denn da hin? Da will ich doch überhaupt nicht. Doch, wir gehen jetzt dahin. Jetzt sind wir auf dem Weg, jetzt gehen wir dahin. Mit ihm sprechen wir später, weil jetzt geht es um die nächste Maske, meine lieben Damen und Herren. Aha. Hier kommen wir aber nicht durch. Warum kommen wir da nicht durch? Weil da zu ist. Toll. So, wir rennen zurück in die Richtung. Ein bisschen Frühsport hier mit der jungen Dame machen. Aber Micha. So, Liebe. Immer. Oh, die ist selbstverständlich. Da ist sie. Ach, jetzt sind wir endlich hier, wo wir hin wollten. Hier wird ja mal gespannt. Aha, hier ist Bridge. So, Jungs, seid ihr bereit? Kann nur interessant werden. So, was haben wir denn hier alle? Ach, bei Ihnen. Dass ich euch hasse, ist schon klar, oder? Damit ich meine, dass es durchpasst. Aha, weil wir fahren. Jetzt ist aber nicht mein Freund. Nee, fahren. In so ein Pfeilchen baut jetzt da. Ach, Joa.
Den Song hier finde ich nice. Du findest alles nice, was irgendwo den Puls nach oben ballert und sich nach Dunkelheit anhört. Das ist doch schön. Das ist entspannt, ja. Das sprüht eine gewisse Wärme aus, ja. Aber nein. Hier. Froschis. Das ist es doch, oder? Okay. Aha, wir haben wieder mal eine Reihenfolge anscheinend. Oder auch nicht? Leute? Auf jeden Fall kommt hier irgendwo Engine her. Gehen wir mal erstmal drauf. Leute, beruhigt euch. Die Blauen, das war doch... Doch schießen, oder? Die Froschohren. Ach, jetzt, da, hä? Was hat denn jetzt anders gemacht? Ist auch real, da ist er. Okay. 69, meine Lieben. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht die Reihenfolge vom Quaken, das kann durchaus sein. Richtig. Die Reihenfolge vom Quäken. Wenn das dann nachher bunt ist, sieht das bestimmt auch richtig cool aus dem Haus. Mit Frosch, jawohl. Ach, mit Frosch, ja genau. Ja, nicht mit Frosch, warte mal. Das heißt, dass wir, haben wir jetzt einen Rott und einen Froschhut bekommen? Hajimini. Umi, du willst bestimmt denn einen Froschhut haben, so wie ich jetzt kenne, wie sich das anhört, oder? Was ist denn? Wo guck ich denn da hin? Ach, das ist da drüben. Warum ist denn das nicht bunt? Okay. Da bleibt die echt an dieser Bohle hängen? Das ist ja ein Ding. Der hat ja doch einen Frosch um den Kopf, oder? Ja, das heißt nicht, dass er automatisch den Hut auf hat. Alter, wie sie sich vermehren, wa? Guck mal, siehst du den hier vorne? Den ganz vorne? Da steht jetzt einer mit Klee auf dem Kopf und der andere hat keinen Hut auf. Ja? Es sind zwei so ja ohne Hut da, die dort so ein bisschen gelblich aussehen. Helle? Aber namenloser sein Gequake nicht beachten. Namenlosen seien die Quark nicht beachtet, gehört nicht dazu. Hä? Reihenfolge.
Namenloser Quark? Warum fragt der Namenlose? Okay, ich kapier dich. Sprecht ein Rätsel. Jetzt bin ich hier. Aber jetzt bin ich da. Aha, da ist wieder eine Tour. Aber hier waren wir oben noch nicht. Cool. Die nächste Mütze, eine Fuchsmütze. Nee, ein Hund. Lol. So. Ja, diese Grünen hier überall. Total Wahnsinn. Boah, dass du nicht untergegangen bist in diesem Spiel. Viel zu viele Farmen. Hm? Du hast doch garantiert eigentlich alle Rot und Schwarze Last, oder? In der Welt? Tür auf schwarz-weiß steht. Alles klar, verständlich. Schlimmerweise glaube ich dir dazu, ja. So, wir gehen zurück. Weil hier waren wir ja schon mal. Ging ja nur drum, dass man nicht mehr Bewegung. Oder Nachtmodus eingestellt. Ich bin jetzt gleich hoch. So, hier ist dann aber gelb. Da habe ich jetzt gerade richtig gesehen. Bin ich gerade was Geld gelegt? Ach so, egal. Ach ja, hier war der Dorfteil. Gut. Wir suchen uns die nächste Stelle, die ist genau parallel zu uns. Das heißt, wir laufen den Weg zurück und nach rechts. Schade, dass wir hier noch keine. Hier haben wir die Post leider noch nicht gefunden. Ja, wir laufen nach rechts, aber. Wir halten mal schnell beim Hutladen an, damit Stumi seinen Frosch auf den Kopf kriegt. Nee, zur Abwechslung darf es ab und zu auch mal bunt sein. Aha. Bist du da? Ist nirgendwo ein Frosch. Wahrscheinlich haben wir nicht mal den Frosch gekriegt. Das ist bestimmt kein Hut, oder? Ach, da ist er. Sehr schön. Da, 2, 3, hier über uns ist er. Da ist er. Echt? Was sind das für Tabletten? Hat. Ach so, weil es Wort geschrieben hat. So. Naja, vielleicht kommt er mit Grün, kommt er eigentlich ganz gut klar, glaube ich. Volles Wort, weil seine komplette Wohnung ist ja auch grün. Wisst ihr, also kann er sich da relativ schnell dran gewöhnen, denke ich. Gar nicht mal so schlimm. So, was haben wir hier? Ha? Aha. Hä? Wer schießt denn hier? So. Ein dumm im Kopf oder was? Ich
stressige Musik läuft immer noch. Das heißt, wir sind hier noch nicht fertig. Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, Ach, Raimi, genau. Du mag ich ja. Da ist ja richtig Bock drauf. Stehst du im Weg? Hat man den schon mal gesagt? Ach, dann kopf ich dich. Hier, weil du der Letzte bist. Ach, doch nicht. Oh. Da haben wir jetzt überhaupt genug gefasst gerade. Was hat er denn? Der hat ja eine interessanten Move. Alter. Jetzt hat er mich geblockt. Und ich bin tot. Da hat er ja überhaupt nicht auf seine Moves halt überhaupt nicht geachtet. Der war aber schlecht jetzt. Der war schlecht. Ja, war schlecht. Warte mal, dann machen wir das mal so. Wo rennen sie denn alle hin? Meine Güte. Jetzt übertreibt er aber wieder ein bisschen, oder? Die müssen wir jetzt mal ein bisschen besser machen hier. Da ist, kann man sie rausziehen? Kann man sie runterlocken? Alter, was geht denn? Alter, what? Ich bin in seinen Move nicht reingekommen. Das geht ja mal ja nicht. Jetzt bin ich ja ein bisschen fertig, ganz ehrlich. Okay.
Den habe ich ja überhaupt nicht verstanden, oder? Ist halt so smoothie. Wenn der eh mal loslegt, hast du keine Chance mehr. Das ist ja krass. Der ist ja schlimmer als Taro. Was, oder? Also darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Dass ich ihn geblockt hier und dass ich ihn dann. Aber gut, okay. Theorie kann man danach immer jede Menge rumfaseln, wie man es hätte machen wollen. Auch wieder eine ganze Familie. Sehr schön. Bin immer wieder begeistert, wie so eine kleine Kämpfe, in Anführungsstrichen kleine Kämpfe. Oh. Kann ich ihn mal gleich nehmen? Wir hatten hier auf dem Weg hoch, hatten wir blaue Steine für ihn. Da. Und wir hatten hier ebenfalls ein Häuschen, wo man reinkommt. Ey, der Kopfschmerz, Alter. Wer wollte das Einhorn? Ich. Hast du echt diesen Einhorn-Heini gesehen jetzt hier? Den Hut gibt's aber leider nur einmal. Wer wollte das Einhorn? Ach, hier muss ich vorher hoch. Mal nach Besuch machen. Ja, ist ein wunderschönen guten Morgen. Na, schönen Sonntag wünsche ich dir. Grüß dich. Alles gut bei dir? Also Northern Shane der Sonntag, Northern Shane.